Ist Deutschland eine Insel bei UFOs, UAPs? Während viele andere Länder das Thema UFOs, UAPs sehr ernst nehmen, scheint Deutschland weitgehend distanziert zu bleiben. Es entsteht der Eindruck, als sei Deutschland eine Insel, was diese Thematik angeht. Andere Länder, andere Ansichten, USA. In den USA wird das UAP-Thema sehr ernst genommen. Die Regierung hat eigens ein Untersuchungsprogramm eingerichtet. Belgien und Frankreich. Auch Länder wie Belgien und Frankreich zeigen ein deutlich größeres öffentliches Interesse und Engagement für die Erforschung von UAPs. Deutschland. Deutschland scheint im Vergleich dazu eine zurückhaltende Position einzunehmen und das Thema als weniger relevant einzustufen. Die offizielle Position Deutschlands, skeptisch und distanziert. Die deutsche Regierung steht dem Thema UFOs, UAPs sehr skeptisch gegenüber und sieht keinen Handlungsbedarf, kein offizielles Programm. In Deutschland gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern kein staatliches Untersuchungsprogramm zu UAPs. Fehlende Transparenz. Die Haltung der Bundesregierung ist intransparent und lässt wenig Einblick in ihre Beurteilung des Phänomens zu. Gründe für die Zurückhaltung Deutschlands, kulturelle Prägung. In Deutschland herrscht oft eine pragmatische, rationale und wissenschaftlich orientierte Denkweise vor, die UFOs, UAPs als eher unwichtig einstuft. Geopolitische Überlegungen. Möglicherweise will sich Deutschland durch Zurückhaltung nicht in internationale Kontroversen verstricken. Mangelnde Ressourcen. Fehlende personelle und finanzielle Mittel könnten ebenfalls ein Grund für das geringe Engagement sein. Ideologische Gründe. Einige Entscheidungsträger sehen das Thema vielleicht als unwissenschaftlich oder irrelevant an. Unterschiedliche Herangehensweisen. Pragmatismus. Die deutsche Mentalität tendiert eher zu einem pragmatischen Umgang mit UAPs. Offenheit. Andere Länder zeigen eine größere Offenheit gegenüber dem potenziell Unbekannten. Ressourcen. Verfügbare Mittel und Kapazitäten spielen ebenfalls eine Rolle. Öffentlichkeit und Diskussion in Deutschland. Medien. In deutschen Medien wird das Thema eher stiefmütterlich behandelt. Öffentliche Debatte. Die öffentliche Debatte in Deutschland ist deutlich weniger ausgeprägt als in anderen Ländern. Interesse der Bevölkerung. Das Interesse der deutschen Bevölkerung scheint ebenfalls vergleichsweise gering zu sein. Mehr Transparenz gefordert Forderungen. Wissenschaftler, Experten und Teile der Öffentlichkeit fordern eine transparentere Haltung Deutschlands. Politischer Druck. Durch wachsenden politischen Druck könnte sich die Herangehensweise der Regierung ändern. Internationale Zusammenarbeit. Eine Einbindung Deutschlands in den internationalen Dialog könnte neue Impulse geben. Ausblick: Quo vadis Deutschland? Deutschland verharrt in seiner distanzierten Haltung und sieht keinen Handlungsbedarf. Deutschland öffnet sich für eine transparentere und aktivere Befassung mit dem Thema UAPs.